Liebe Freunde, hier ist euer Steinwall. Willkommen zurück hier bei den La Tour de Pins. Und ich denke, es ist an der Zeit, dass wir nicht mehr immer nur Gusper den Zweiten hier im Blick haben, sondern auch seine Frau, die Königin Hana, die mächtigste Frau im Reich ist. Gut, kann man sagen, sie ist die Königin, klar. Aber nein, sie ist ja quasi aufgestiegen durch die Tatsache, dass sie das Herzogtum Aragon übernommen hat. Und damit ist sie tatsächlich jetzt auch eine der mächtigsten Vasallen aus eigener Kraft im Reich. Und insofern sollten wir sie uns ein bisschen näher mal anschauen und sie kennenlernen, etwas besser. 41 Jahre ist sie alt, im Übrigen lesbisch. Sie hat die aragonische Kultur angenommen. Das ist insofern interessant, erstens, weil es nicht valencianisch ist und zweitens, weil sie vom Elternhaus her über Graf Ladislav eigentlich karantanisch ist. Das ist eine westslawische Kultur, die hier angesiedelt ist. Okay, also sie hat sich den örtlichen Gepflogenheiten gewissermaßen angepasst. So, dann ihre Eigenschaften, die sind, wie ich finde, ganz interessant. Sie ist gefühllos. Das finde ich spannend. Ich glaube, das ist der Grund, warum sie so ohne, wie soll ich sagen, öffentlich ein Eklat zu veranstalten, an der Seite des Königs bleibt, der sich ja hier schon einiges geleistet hat und über den jetzt ja auch einiges erzählt wird. Das drückt sie alles weg. Sie bleibt hier die treue Königin, die aber auch durchaus eigene Interessen hat hier mit ihrem neuen Herzogtum. Sie ist gleichzeitig gerecht und arrogant. und hat dadurch, denke ich, auch ein gewisses Herrschaftsinteresse. Vor allem sehen wir das auch an ihrem Lebenswandel, Schwerpunkt auf Majestät. Insofern wird das ein Stück weit vielleicht sich bemerkbar machen, nicht jetzt in den einzelnen Entscheidungen, aber zum Beispiel, wie ich finde, in einer Sache können wir das gleich mal anwenden, nämlich sie hat ja drei eigene Grafschaften und ich denke, sie wird ihren Einfluss am Hofe und vor allem angesichts der Tatsache, dass Gusper der Zweite in dieser Hinsicht komplett nicht zu gebrauchen ist und ihn das auch überhaupt nicht interessiert, wird sie ihren Einfluss geltend machen, dass ihre Grafschaften mit königlichen Mitteln ausgebaut werden. Das finde ich ganz passend in dem Zusammenhang und das starten wir mal. Vielleicht hier erstmal in einer wichtigsten, nämlich in Saragossa selbst. Da haben wir noch hier einen Slot frei und ich denke, wir werden dort Kasernen errichten. Genau. Sind in Auftrag gegeben, aber das ist noch nicht alles. Wir haben hier noch die Grafschaft Fraga selbst. So, da ist da gerade was im Bau. Ja, ich glaube, da können wir gar nichts Neues errichten. Okay, da hat sie dann aus eigener Kraft investiert. Ja, ihr seht es, tatkräftige Frau. Und dann haben wir noch Alto Aragon. Wo ist das? Da oben. So. Okay, das Hauptbesitztum ist noch gar nicht mal errichtet, interessanterweise. Da bin ich mir allerdings nicht... Warte mal, gehört ihr das denn hier, die Baronie, diese Burgbesitzung? Da bin ich mir nicht ganz so sicher. Das ist natürlich doch mit beträchtlichen Mitteln verbunden. Tempelstadt. Ja. Ich würde sagen, sie wird vermutlich erstmal hier Errichtungen vornehmen. Grubenarbeiten klingt ja auch ganz interessant. Ist möglich, weil das in den Bergen ist. Hügelfestung, ist das relevant? Ja, wird wahrscheinlich nicht so sehr Grenzgebiet sein. Errichten wir erstmal diese Gruben hier. Soweit zu diesen Maßnahmen. So, dann gibt es noch eine Sache noch nachzuholen. Und zwar, es gibt überhaupt jetzt einige Dinge zu besprechen. Hat sich doch einiges getan. Gibt ein paar komplizierte Angelegenheiten. Als erstes, ich habe versäumt, die 200 Gold, die wir erhalten haben, über den Mitgift an unseren Sohn weiterzureichen. Prinz Gérard ist es ja, der diese eigentlich bekommt. Insofern Mitgift entrichten an ihn. Er kriegt die 200 Gold. So, da er auch Herzog ist, wird er damit auch einiges anfangen können. Dann haben wir hier eine Eroberung gemacht, Luni. Und das ist ein Stadtbesitztum. Und ich denke, es ist hier auch das Sinnvollste, das an einen örtlichen Bürgermeister zu übergeben. Oder Bürgermeisterin, wie wir sehen, die Sache hier übernimmt. Und hoffentlich dementsprechend gute Einnahmen hier an uns weiterleitet. Gute Steuern. Okay, dann wollte ich ja den Fokus verändern. Das ist jetzt möglich. Wir sind derzeit noch auf Autorität, aber ich denke, sein Fokus richtet sich mehr und mehr in Richtung Familie.
Also Verwaltung, sowas interessiert ihn nichts. Er selbst ist nicht an den Kriegen beteiligt. Deswegen finde ich es auch unpassend, jetzt hier diese kriegerischen oder gar galanten Wege zu gehen. Aber ich denke, er hat ja gezeigt, und das mit dem Schwerpunkt auf Familie meine ich jetzt nicht irgendwie grotesk in Bezug auf incestuös, sondern er hat ja gezeigt, dass er ja doch, dass ihm das wichtig ist, weil er seine Tochter irgendwie an den Hof geholt hat. Und dass er den Verlust seiner Schwester natürlich, dass das ihn geprägt hat und er möchte, dass es seiner Familie gut geht und so weiter. Also ich denke, das ist schon ganz passend. Wir machen diesen Schwerpunkt und werden dann vermutlich auch in den Bereich Familienhierarch weitergehen. So, dann noch eine Kleinigkeit. Für ihn ist hier so ein Mann super wichtig, Graf Schill mit seinen wahnsinnigen 28 Verwaltung. Der ist ja unser Ratsverwalter und der kämpft allerdings derzeit in der Armee. Und ich denke, da wird er dafür sorgen, weil dieser Mann so wichtig ist, dass der vom Kriegsdienst jetzt befreit ist. Warte mal. Ritter, genau. So, er ist relativ gut auch als Kämpfer, aber wir verbieten ihm das Ganze. Nicht, dass er uns hier noch in der Schlacht stirbt und dann fehlt uns der großartige Verwalter. So, dann gab es einen interessanten Hinweis, gab viele interessante Kommentare unter den letzten Videos. Zwei Sachen möchte ich jetzt mal aufgreifen. Die erste ist, es gibt doch noch eine ganz elegante Möglichkeit, wie wir mit dem Typen hier umgehen, der uns verpfiffen hat. Also der eine Stunde der Schwäche des Trinkens ausgenutzt hat, ein Geheimnis uns zu entlocken und damit uns erpressen wollte. Der darf ja nicht damit ungeschoren davon kommen. Deswegen ist eine wirklich gute Möglichkeit noch hier, einen Anspruch auf seinen Titel zu erwirken und ihm den dann zu entziehen. Dann wird es vermutlich dennoch zum Aufstand kommen, aber da es keine tyrannische Aktion mehr ist, vermutlich, werden andere ihm nicht so leicht folgen. Insofern werde ich den Plan hier erstmal wieder fallen lassen, was Korsika betrifft. Und werde unserem Erzbischof sagen, vergiss das Ganze, kümmere dich mal um den. Das ist die bessere Idee. Genau, Anspruch auf Gemeindefinkien. Okay, das wäre das. So, und jetzt eine letzte Sache, eine sehr wichtige Sache ist. Und zwar, das ist eine sehr wichtige Sache. Und zwar gab es doch einige Kommentare, die sich nochmal auf meine Aussagen bezogen haben bezüglich der möglichen Bundteilung oder Erbteilung mit Blick auf das Zweite Königreich. Und ja, danke für den Anstoß. Ihr habt recht, ihr habt mich daran erinnert, dass ich das eigentlich immer anders gesehen habe, dass ich jetzt nicht bewusst diese Erbteilung vermeiden will, um jeden Preis. Denn, und das habe ich jetzt schon in mehreren Let's Plays immer wieder gesagt, die Erbteilung im Mittelalter ist das Normalste von der Welt. Ja, also auch die von Titeln und Ländereien. Es war eine Frage der Gerechtigkeit, dass alle Kinder irgendwie ihren Teil abbekommen. Und wenn das dann eben solche Titel betrifft, war es das eben so. Man hat Gebiete, Herrschaftsgebiete nicht so sehr geografisch und schon gar nicht irgendwie national gesehen, sondern das war immer an die Person gebunden, an Rechte. Und wenn die zwei Söhne dann bestimmte unterschiedliche Titel, mit denen dann auch Rechte über Ländereien verbunden sind, erhalten haben, ist das sehr in Ordnung. Da hat man nicht in diesem Optimierungs- und Zentralisierungsdenken, vielleicht der frühen Neuzeit oder dann der Neuzeit der Moderne irgendwie gedacht. Das war schon eine sehr, sehr andere Welt und ein sehr anderes Rechts- und Herrschaftsverständnis. Ich will es mal dabei belassen. Insofern, das ist, glaube ich, das Schwerste, was Strategiespieler ertragen können oder auch nicht können, dass es sowas wie Erbteilung gibt und ihr schönes Reich irgendwie wieder auseinanderfällt. Also, insofern spricht dann in der Tat doch meines Erachtens nicht dagegen, dass er den zweiten Königstitel an sich nimmt, nun wo das möglich ist. Und zwar aus nicht nur dem einen Grund, dass damit der zweite Sohn auch einen wirklich angemessenen, großen und guten Titel erhält. Im Übrigen könnte ich mir vorstellen, dass, noch ein kleiner Einwurf, dass Königin Hana in der Richtung auch interveniert, weil sie natürlich ein bisschen frustriert ist darüber, dass Gusper nun mit dieser Halbschwester verheiratet ist, quasi diese ehebrecherische Beziehung und dann auch noch incestuöse Beziehung. Da wünscht sich gerade Prinz Gérard sozusagen als
dem anderen Sohn, für den doch irgendwie noch was Besonderes und Besseres. Wie auch immer. Also, nicht nur, weil der Sohn gut versorgt ist, sondern es gibt noch mehrere Argumente. Erstens ist das natürlich für den König selbst eine schöne Sache, König von zwei Reichen zu sein. Unter anderem kriegt er auch ein bisschen Geld, mehr Geld von Gérard, weil es de jure dann auch der richtige Titel ist. Und zum Dritten ist es so, dass der jetzige König, eigentlich nur ein ganz schwacher, armer Tropf ist. Und es ist gut möglich, dass die sich uns unterordnen. Insofern hat das dann auch noch sogar einen Gebietszuwachs, könnte das nach sich ziehen. Ja, und alles zusammengenommen werde ich das also jetzt tun. Ich werde diesen Titel nicht erschaffen, sondern übernehmen. Er existiert ja schon. Das kostet nochmal 500 Gold. Der König Fortunes von Navarra findet das nicht so gut. Aber vielleicht findet sein Sohn das gar nicht mehr so schlimm. Und damit ist das erfolgt. Und damit wiederum müsste jetzt dann tatsächlich die Bundteilung, die Bundteilung müsste greifen. Und nun können wir gleich noch eine andere Sache damit erledigen. Wir könnten damit... Oh, wartet mal, aber das sollte man noch nicht machen. Ich wollte gerade dem anderen Sohn das Herzogtum Granada geben, aber wenn wir diese Titelgeschichte durchziehen wollen, dann muss der, glaube ich, direkt unser Vasall sein, sonst geht das nicht. Das können wir später dann machen, also dann kann der auch das Herzogtum erhalten, dann ist das alles in bester Ordnung. Okay, Leute, das war jetzt viel, viel Theoriegeplänkel, das musste mal sein. Ich werde deswegen im Moment noch nicht aufs Iberische Ringen eingehen, das machen wir, wenn der Krieg hier beendet ist, in dem wir uns befinden. Ihr nennt euch, wir sind unserem Verbündeten, dem König von Aquitanien, beigesprungen, der schon wieder gegen Korsika hier kämpft. Ich prüfe noch mal ganz kurz, ist der Hauptgegner ist schon wieder Dauphin Saint-Tulle. Ja, so, das heißt, wir werden mit unserer Armee hier versuchen, erneut zu landen. Das haben wir schon einmal erfolgreich gemacht. Und auf diese Art und Weise dem König zu helfen, hier unserem Partner. Wir sind das Kulturoberhaupt der valencianisch-okzitanischen Kultur. Ja, klar, okay. Genau, das ist nämlich erst jetzt möglich, nachdem eine Provinz diese Kultur auch angenommen hat. So, und hier gibt es eine Huldigung. Ah, Prinz Gérard kommt schon und huldigt uns. Das ist schön. Was haben wir denn hier? 8. Was, wir haben 7 neue Hofartefakte. Was ist denn hier los? Gucken wir uns mal gleich an. Ich warte geduldig auf meinen Thron. Okay, er kniet ehrerbietig. Er weiß natürlich, dass er dieser König werden wird. Insofern fällt ihm dieser Kniefall leicht. Aber was ist denn hier los? 7 neue Hofartefakte. Irgendwas ist hier schiefgegangen, Leute. Die sind alle abgehängt worden. Warum? Könnte das jetzt mit der zweiten Königswürde zusammenhängen? Sehr möglich. Warte mal, was ist denn hier los? Asturisches Kriegsbanner. Zusammen mit Königreich von Valencia ererbt. Okay. Das heißt, wir haben jetzt schon mehr Banner als vorher. Beziehungsweise die hängen ja schon. 3 können wir nur ausstellen. Dann kommt das in die Mitte. Okay. Nee, aber wir haben... Warte mal, wir haben doch jetzt hier zusätzliche Artefakte erhalten, oder? Was, wo kommt denn das plötzlich her? Zusammen mit Königreich von Valencia ererbt. Ach so. Okay, warte mal, das haben wir nicht mit dem Königreich Valencia ererbt, sondern durch die Schaffung des Königreichs Navarra hat der Typ seine gesamten Artefakte verloren. Und die sind quasi in unseren Besitz übergegangen. Das ist ja verrückt. Okay, das sind ja alles wertvolle, beeindruckende Gegenstände. Ein Schachbrett. Wir gucken uns das mal im Einzelnen an. Ein Schachbrett bringt Prestige, Rittereffektivität. Ein keramisches Schachbrett, hergestellt aus einer Mischung aus gemahlenem Quarz und Ton mit einer glasierten Oberfläche. Okay, stellen es mal einfach aus. Auf dem Boden? Was ist denn das? Nein, das können wir doch nicht auf den Boden stellen. Der Arm des heiligen Georg.
bringt Frömmigkeit. Dann haben wir noch Insignien, aber als Podestgegenstand. Prestige. Kelch von König Onecco, der hat ja einiges. Und ein Brief von Papst Stephanus. Darin steht, ich wusste euren Brief sehr zu schätzen. Euer Wissen über das himmlische Reich und das Wesen des Menschen sind verblüffend. Puh, okay, wir können 4 Sachen ausstellen. Es gibt jetzt nichts, was Geld bringt. Das bringt Dynastiemeinung. Sowas könnte man schon mal ausstellen. Frömmigkeit. Machen wir das mal, das sieht zumindest vernünftig aus. Da haben wir die Adosinda-Insignien. Stellen wir mal den Kelch aus. Das für einen Trinker vielleicht interessant. Aber warum kriegt denn das Schachbrett kein Podest? Das ist ja widerlich. Ernsthaft, das steht ja am Fußboden. Nee, das können wir, das kann da nicht ausgestellt werden, ist ganz klar. Da muss der Brief ausgestellt werden. So, war's das? Oder? Nee, das war's. Okay, alles klar. Ist ja verrückt. So, dann gucken wir nochmal in den Thronsaal, weil hier gibt es auch noch irgendwas. Unsere Hofmusikantin meldet sich. Meine Hofmusikantin kommt in einem Rhythmus hüpfend, den scheinbar nur sie hören kann, auf mich zu. Mein Fürst, dürfte ich um eure Aufmerksamkeit bitten? Ich habe einen unvergleichlichen Männerchor vorbereitet. Durch ein von mir neu entwickeltes Vorgehen singen sie nicht nur, sondern tragen auch Strumpfhosen und verzierte Schambergen über ihren schimmernden Lenden und tanzen vollkommen im Gleichtakt. Alles natürlich als Teil eines Lobliedes zu Ehren der höchsten Mächte. Ich bin mir sicher, dass diese Darstellung, solltet ihr sie finanzieren, den Damen des Hofes sehr gefallen wird. Okay. Gut, eigenwillig klingt so, wisst ihr was, ich glaube, es klingt, ich glaube, unser König ist immer daran interessiert, dass seine Partys irgendwas Spezielles sind. Dass immer irgendwie ein Kniff dabei, irgendwas Besonderes. Insofern, glaube ich, ist er da offen. Ja, okay. Also, meine Münzen habt ihr. Ich freue mich schon sehr auf die Vorstellung. Es kostet uns 135 und bringt uns Männerchor, was wiederum die Volksmeinung erhöht. Sehr hübsch. So. Okay, soweit dazu. Wir waren hier eigentlich beim Krieg. Wie weit sind die? Die haben eine Eroberung gemacht, ziehen jetzt vermutlich in Richtung der gegnerischen Armee. Wird auch Zeit. Es gibt eine gefährliche Fraktion. Die Auflösungsfraktion wird immer unangenehmer. Oha. Oha. Ja. Was, okay, sie können in 7 Monaten ein Ultimatum stellen. Und wenn sie das tun, dann wird es richtig gefährlich. Die Frage ist, können wir irgendjemand auslösen? Der hat den höchsten Beitrag. Man könnte ihm vielleicht ein Geschenk schicken. Wir sind ja nicht geizig, ne? Man könnte ihn, wenn man jetzt richtig auf Nummer sicher gehen will und Machtpolitik spielen will, man könnte ihn auch zum Herzog machen. Man könnte hier ein Herzogtum erschaffen und ihm den Herzogstitel geben. Er ist immerhin unser Ratsspitzel und unser Cousin. Da spricht einiges dafür, oder? Ist das nicht noch möglich? Titel können erschaffen werden. Herzogtum von Mallorca. So sieht es nämlich aus. Wir machen das mal. Wir erschaffen das. Langsam fehlen uns die Mittel für solche Spielereien. Und diesen Titel übergeben wir ihm dann. So, Herzogtum von Mallorca. Das wird seine Meinung drastisch erhöhen. Und damit hoffe ich, dass die Fraktion dann geschwächt wird. Ja. Er müsste eigentlich da rausgehen. Aus der Fraktion. Wir können wieder Hof halten. Oh ja, das werden wir auch tun. Aber ich denke, wir lassen erstmal den Krieg sich weiterentwickeln. Was ist hier los? Gefährliche Fraktion. Boah, hier ist ja noch jemand dazugekommen. Oh Gott. Der ist so unbeliebt, unser König. Wenn die wirklich alle aufstehen, ist es echt dramatisch, ne? Oh, es gibt die nächste Heirat, die stattfinden kann. Und das ist... Oh mein Gott. Das ist jetzt die Heirat. Die Heirat. Hinter dem Rücken... wird getuschelt natürlich, am Hofe wird getuschelt, aber der König bleibt dabei.
Er zieht das Ganze durch. Graf Centulo, das ist nur ein armer Graf. Ist das ein Zwerg? Tatsächlich ist es auch noch ein Zwerg. Der Neffe. Ja, der ist übrigens Ratskanzler von Königin Hana, okay. Der muss natürlich hier auch ein bisschen was abdrücken. Allerdings nur 50. Kann er sich noch nicht mal leisten, muss er aber trotzdem. Der Form halber. So, Mitgift wird entrichtet und wir haben die Sache aber jetzt noch gar nicht bestätigt, oder? Ja, wird aber auf jeden Fall durchgezogen. Und damit erhält der zukünftige Erbe... Nein, nicht auf Steuer, sondern der kriegt dann die Mitgift. Verdammt! Oh Leute, ich hab einen Fehler gemacht. Ich habe das Falsche angeklickt. Ha! Ich habe ihm 50 gegeben, aber das können wir leicht korrigieren. Sehr leicht sogar. Also Aussteuer einfordern. 100 Gold. Ne? 50 haben wir ihm zu viel gegeben und so weiter. Versteht ihr? Aussteuer einfordern. Und jetzt kommt die Übergabe der 50. So, jetzt müsste alles wieder stimmen. Über diesen Weg. So. Alles klar. Der Heilige Bund ist geschlossen. Und das wiederum trotz Krieg und allem ist jetzt definitiv ein Grund, nee, nicht um den Hof zu halten, sondern um ein großes verschwenderisches Festmahl. Ach, verdammt. Uns fehlt Gold fürs Festmahl. Können wir von irgendjemandem Gold leihen? Das muss doch möglich sein. Nee, geht nicht. Wir könnten einen Trivialtitel verkaufen. Oh ja, das ist genau, was so ein unseriöser König wie unserer machen würde. Wir müssen ja das Fest finanzieren, das ist ganz klar. Wir werden 500 Prestige einsetzen, um einen Trivialtitel zu verkaufen und 265 zu erhalten. Ehrenschriebe aufsetzen. Ja, hervorragend. Und das müsste uns doch jetzt die Möglichkeit geben, dieses Fest zu veranstalten. Das machen wir. Wunderbar, herrlich. So, es gibt aber immer noch die Fraktionen. Egal, wir feiern erstmal die Hochzeit unseres Sohnes und unserer Tochter. Wer ist denn hier? Bürgermeister Bertrand. Es ehrt mich, dass ihr mir solche Titel anbietet. Und natürlich werde ich sie finanziell unterstützen, wie es sich gehört. Ich kann euch gar nicht genug danken für diese Ehre, was auch immer ihr verlangt. Ich würde versuchen, es zu erfüllen. Okay. Ach, wir kriegen nochmal gegen ein schwaches Druckmittel. Okay, kriegen wir nochmal 135. Das ist ja eine lukrative Angelegenheit. Alles klar. Na, hervorragend. So, in Genua ist ein Weiler gebaut worden. Und hier haben wir wieder was ausgelöst. Artefakt wollen wir im Moment nicht. Wir gucken nochmal, was es mit der Fraktion auf sich hat. Aber er ist nicht bereit, die Fraktion zu verlassen. Ich bin zutiefst enttäuscht. Kollateralschaden. Was ist hier los? Ich habe es gerade so geschafft, mich zu setzen, als ich auch schon das Gebrüll von Podestatin Eudossia höre. Sie und Bürgermeisterin Brandemena sind scheinbar richtig in Fahrt und Eudossia wird regelrecht heruntergeputzt. Es ist bereits zu spät, als ich bemerke, dass es sich bei ihrem Kampf einen direkten Weg durch eines meiner Artefakte, nämlich das asturische Kriegsbanner, gebahnt haben. Ich fordere meine Wachen auf, die beiden zu trennen, die zischend, schlagend und kratzend miteinander verwochen sind. Das Paar wird vor mich gebracht, während sie sich wechselseitig die Schuld für den Beginn ihres Streits geben. Ja, wir könnten aufgrund unserer Gier beide zur Verantwortung ziehen. Beide müssen 67 Gold zahlen. Ah, das Artefakt hat natürlich ein bisschen gelitten bei der Geschichte. Wollen wir uns auf irgendeine Seite schlagen? Gibt es irgendein wesentliches... Nee. Beziehungen sind ähnlich oder unsere Meinung von denen, nutzen wir das aus. Um unsere Schatzkammer zu füllen, das passt sehr gut. Sitz der Macht. Was für ein Festmahl. Mein Sohn und Erbe Prinz Gusper und ich haben so eine brillante Gelegenheit, mehr über die Menschen herauszufinden, die uns dienen. Ja, sehr gut. Weder mein Ratsverwalter Graf Schill noch mein Bruder Prinz Ück haben sich bisher gesetzt und ich rufe schnell einen Diener, um die Sitzordnung zu ändern. Oh, das passt ja wieder hervorragend. Das heißt, wir können doch unsere Annäherung an Prinz Ück, unserem Bruder, hier weiter forcieren. Das passt ja auch voll in die Richtung, dass wir unsere Familienbande so ein bisschen ordnen. Ja, sehr schön. Gut, also
Gusper würde sicher die Gesellschaft von Prinz Ück genießen. Ich bin mal gespannt. Ob der, der den anderen eigentlich umbringen wollte, ob das ein gutes Gespräch wird. Aber scheint geklappt zu haben. Da alle meine Gäste die Burg nun verlassen und dabei den gesamten Inhalt meiner Speisekammer in ihrem Bäuchen haben, kann ich voller Stolz sagen, dass das Fest mal ein Erfolg war. Dennoch bin ich dankbar, dass das alles erstmal vorbei ist. Gibt uns Prestige, wir werden eifrige Frohnatur, Diplomatie-Ränkespiel steigt dadurch und Meinung der Gäste wiederum steigt auch. Könnte das noch einen Einfluss auf die Fraktion haben? Okay, eine andere Fraktion hat sich aufgelöst. Da ist jemand rausgegangen. Der hat eine 89er Meinung. Es ist immer noch Teil dieser Fraktion. Nein! Oh. Da gab's Veränderungen. Er ist rausgegangen und irgendjemand ist wieder reingegangen. Haha, na gut. Insel Christen in Strathclyde. Herzogin Catwallon. Okay. Es gibt da einen neuen Glauben. Insel Christentum. Wir werden aber natürlich jetzt nicht wechseln, sondern diese Nachrichten nehmen wir einfach zur Kenntnis. Okay. Es gibt ein paar Konvertierungen. Ich hätte vielleicht nochmal schauen sollen, ob wir nicht einen Belager haben. Habe ich ganz vergessen. Aber da hat sich nichts geändert. Oho. Okay. Das ist natürlich jetzt interessant. Also, die Gläubigen rüsten sich zum Krieg. Ein päpstlicher Gesandter, das ist ja ganz schön früh hier, 968, erreichte meinen Hof mit Kunde aus dem Vatikan. Papst Innozentius forderte alle christlichen Herrscher auf, zu den Waffen zu rufen. Als katholischer König wird von mir erwartet, dass ich meine Männer auf die Unterstützung dieses heiligsten aller Kriege vorbereite, den die Weltkirche selbst gutheißt. All jenen, die den Kampf gegen die üblen Ungläubigen unterstützen, die die heiligen Stätten von Jerusalem schänden, verspricht der Heilige Stuhl umfassende Absolution von allen Sünden und einen garantierten Platz im Himmelreich. Tja. Also, gut, wir können uns das eh noch überlegen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, wenn jetzt jemand nicht zynisch ist, also ein sehr distanziertes Verhältnis zum Glauben hat, sondern normal gläubig ist, der wird das schon irgendwie gutheißen und unterstützen. Die Frage ist, unser König ist so ein bisschen in der Zwickmühle, denn er hat diese Opposition gegen sich, die gefährlich ist, und jeder König wäre dumm, wenn in dieser Situation er seine Armee in einen Kreuzzug wegschickt. Er ist ja jetzt auch nicht irgendwie komplett übermütig oder sowas. Ja, wir müssen mal gucken. Also, wir können natürlich auch einfach nur Geld geben. Aber ich glaube, wir können die Sache auch noch ein bisschen herauszögern, oder? Ja. Wobei, eigentlich scheint mir, das Problem hat sich ja nicht gelöst, ne? Eigentlich scheint mir die Sache klar zu sein. Er ist ja nicht geizig und er ist hellrührig, was die Fraktion betrifft, vorsichtig, will seine Truppen nicht losschicken. Er will aber den Kreuzzug unterstützen, insofern wird er das Ganze finanziell unterstützen. Ich denke, das ist aus seiner Perspektive die richtige Entscheidung. Okay. Liebe Leute, hier ist einiges im Gange. Wir machen an dieser Stelle erst einmal wieder eine Pause. Wie gesagt, ich hatte ja eigentlich versprochen, dass wir uns die ganzen neuen Möglichkeiten des Ringens nochmal anschauen. Das will ich auch tun, aber wir können sowieso erst dort bei den meisten Sachen reagieren, erst wenn wir unsere Leute nicht ausgehoben haben oder agieren bezüglich neuer Kriegsziele oder ähnliches. Also, das machen wir dann vermutlich in der nächsten Folge. Auf jeden Fall, wenn dieser Krieg beendet ist. Und ich hoffe, wir können ihn vielleicht mit der Stürmung der Hauptstadt dort in Korsika beenden. Bis dahin macht's gut, euer Steinwallen.